Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alles so gebührt Allah, dem Herrn der Welt und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. In der heutigen Predigt, liebe Geschwister, geht es um die Wichtigkeit der Sunna und die Gefährlichkeit, die große Gefahr der Bid'ah. Allah subhanahu wa ta'ala sandte einen Vers im Koran al-Karim herab, wegen dem die Juden damals zu Umar ibn Khattab radiallahu anhu gegangen sind und sie haben zu ihm gesagt: Ihr Muslime, lest in eurem Buch einen Vers. Wenn dieser Vers auf uns Juden herabgesandt worden wäre, hätten wir diesen Tag zu einem Festtag gemacht. Er fragte: Welchen Vers meint ihr? Sie antworteten: Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und meine Gnade an euch erfüllt. Daraufhin sagte Umar radiallahu anhu: Bei Allah, ich kenne den Tag, an dem dieser Vers auf den Gesandten sallallahu alaihi wasallam herabgesandt worden ist und auch den Zeitpunkt. Es ist auf dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam am Nachmittag vom Tage des Arafah an einem Freitag herabgesandt worden. Meine lieben Geschwister, dieser Vers macht deutlich, dass unsere Religion vollkommen ist. Und wenn man der Vollkommenheit etwas hinzufügt oder etwas wegnimmt, dann entzieht man ihr die Vollkommenheit. Es ist also gleichermaßen, ob man etwas der Religion wegnimmt oder ob man es hinzufügt. In beiden Fällen verunvollkommnet man sie. Imam Malik rahimahullah ta'ala machte dies deutlich, als er sagte: Die letzten dieser Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam werden durch nichts anderes rechtschaffen, als durch genau dasselbe, wodurch auch die ersten dieser Umma rechtschaffen geworden sind, nämlich das Buch Allahs und die Sunna seines Propheten sallallahu alaihi wasallam. Leider gibt es Menschen, die denken, dass wenn sie der Religion etwas hinzufügen, dass sie dadurch mehr Hasanat bekommen, sich dadurch Allah tabaraka ta'ala annähern oder nähern. Und sie haben missachtet, dass die Hinzufügung der Religion durch Dinge, die der Gesandte sallallahu alaihi wasallam uns nicht überbracht hat, einen Menschen sogar von der Religion entfernen. Liebe Geschwister, in diesem Zusammenhang müssen wir verstehen, dass die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie wir darauf hingewiesen haben, schon ein Teil der Offenbarung ist. Die Religion besteht aus dem Buche Allahs und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist ein Teil des Wahy, ein Teil der Offenbarung. Und deswegen sagte Allah azza wa jal in Surat al-Najm, sagte er sinngemäß über seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er nicht aus eigener Neigung heraus redet, sondern es handelt sich um eine ihm offenbarte Offenbarung. Deswegen sagte Hassan ibn Atiyah, wenn Jibril zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam, kam er mit der Sunna herab, genauso wie er mit dem Koran herabkam. Und er lehrte ihn die Sunna, genauso wie er ihn den Koran al-Karim lehrte. Meine lieben Geschwister, sowohl der Koran als auch die Sunna kommen also aus einer und derselben Quelle. Und deswegen, als Allah sagte in Surat al-Hijr, sinngemäß übersetzt: Wahrlich, wir haben die Ermahnung herabgesandt und wir werden sie auch bewahren. Die Ermahnung ist nicht nur der Koran al-Karim, sondern die Ermahnung ist auch gleichzeitig die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und somit hat Allah tabaraka ta'ala beide Offenbarungsquellen oder beide Offenbarungsarten bewahrt und geschützt. Und woran kann man merken, dass man sich auf der Sunna oder innerhalb der Sunna bewegt oder ob man sich außerhalb der Sunna bewegt? Da gibt es eine Überlieferung, dass von Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass die Juden sich in 73 Gruppen gespalten haben, in 71 Gruppen gespalten haben, die Christen in 72. Und er sagte: Diese, meine Umma, wird sich in 73 Gruppen spalten, alle werden in der Hölle landen, bis auf eine einzige. Man fragte: Welche ist dies, o Gesandter Allahs? Er sagte: Diejenigen, die sich an das halten, woran ich mich halte, und auch an das halten, woran meine Freunde sich halten, die Sahabe, meine Sahaba sich halten. Insofern, liebe Geschwister, ist dies ein Maßstab für uns, sich zu erkennen. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam strengstens davor gewarnt, in anderen Offenbarungsquellen als im Koran und Sunna nach der Rechtleitung, nach dem Licht zu suchen. Als einmal der Prophet sallallahu alaihi wasallam sah, wie Umar ibn Khattab radiallahu anhu in einem Schriftblatt der
Ahlul Kitab las, da sagte er: Hast du etwa Zweifel bekommen, Sohn des Al-Khattab, also Umar? Ich schwöre bei demjenigen, in dessen Hand meine Seele ist, ich habe euch die Botschaft klar und deutlich übermittelt. Es gibt, egal was ihr das Volk der Schrift fragen werdet, und sie werden euch darüber Auskunft geben, dann kann es sein, dass ihr dieses leugnet werdet. Und es kann ja sein, dass sie auch das, was sie gesagt haben, richtig ist. Und wenn sie euch etwas Falsches übermitteln, kann es sein, dass ihr diesem Falschen glaubt. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, um die Sache ein für alle Mal klar zu machen: Ich schwöre bei demjenigen, in dessen Hand meine Seele ist, wenn Moses alaihi salam am Leben wäre, bliebe ihm nichts anderes übrig, als mir Folge zu leisten. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ging einmal an eine Gruppe von Menschen in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam vorbei, und sie warteten in kleinen Kreisen, in mehreren Kreisen der Moschee auf das Gebet. In jedem Kreis befanden sich Leute, die in ihren Händen kleine Kieselsteine hatten. Und einer von denen sagte immer zu den Leuten: Sagt 100 Mal Subhanallah, oder sagt Allahu Akbar 100 Mal, oder sagt La ilaha illallah 100 Mal. Daraufhin sagte Abdullah Mas'ud zu ihnen: Ihr solltet lieber eure Sayyiat, ihr solltet lieber eure schlechten Taten zählen, denn ich garantiere euch, ich versichere euch, dass eure guten Taten nichts davon verloren gehen wird. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam: Wehe dir, o Gemeinde Muhammads, wie schnell ihr euch dem Verderben doch nur aussetzt. Hier sind die Freunde des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sind noch am Leben, sind noch vorhanden. Und das sind seine Kleider und seine Trinkbecher. All diese Sachen sind noch so, wie sie waren. Ich schwöre bei demjenigen, dessen Hand meine Seele ist: Entweder befindet ihr euch auf einem Weg, der recht geleiteter ist als der von Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, oder ihr öffnet einen Weg zur Erneuerung, zum Irrtum. Daraufhin sagten sie: O Ibn Mas'ud, wir wollten doch nur Gutes. Da sagte er: Wie viele Menschen wollen etwas Gutes, aber sie erreichen es nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat klar gemacht, dass jede Form der Erneuerung der Religion ein Irrtum ist. Er sagte: Wehe euch vor den neuen Dingen, denn jede Erneuerung ist eine Erfindung und jede Erfindung ist ein Irrtum. Natürlich reden wir hier, liebe Geschwister, nicht von den Dingen, die weltlich sind, nicht von den weltlichen Erneuerungen, sondern wir reden von Erneuerungen, die der Religion zugeschrieben werden. Imam Malik rahimahullah ta'ala sagte: Wer im Islam etwas erfindet, von dem er meint, es sei etwas Gutes, der behauptet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hätte seinen Herrn betrogen, Gott bewahre. Und er hat auch das bewiesen mit der Aussage Allahs: Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet. Und es gibt viele Aussagen über die uns vorausgegangen rechtschaffenden Menschen darüber, dass man zu befolgen hat und nichts Neues zu erfinden hat. Und so sagte Abdullah ibn Mas'ud: Ihr sollt befolgen und ihr sollt nichts Neues erfinden. Und Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala und sagte: Wehe euch vor denjenigen Leuten, die aus ihrer eigenen Meinung heraus reden. Die sagen, die stützen sich nicht auf den Koran und der Sunna, sie reden aus ihrer eigenen Meinung heraus. Er sagte: Denn sie sind die Feinde der Sunna. Es ist so, sagte er, dass das Auswendiglernen der Hadithe für sie zu anstrengend war, und deswegen haben sie einfach ihre Meinung gesagt. Daraufhin sind sie in die Irre gegangen und haben auch andere Leute in die Irre geführt. Als letztes Beispiel dafür, liebe Geschwister, um da ein Gefühl dafür zu bekommen, was eine Bid'a ist: Ein Mann kam einmal zum Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala und sagte zu ihm: Von wo aus soll ich in den Ihram eintreten bei der Umrah? Da sagte er: Du sollst dies von dem Miqat Dhul Hulayfa machen. Das ist ein Ort, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam festgelegt hat. Und du sollst es von dort aus machen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es auch von dort aus gemacht hat. Dann sagte er zum Imam: Ich will aber den Ihram anlegen schon von der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam aus, neben seinem Grab alaihi salatu wasallam. Dann sagte Imam Malik zu ihm: Mach das nicht, ich habe Angst, dass du der Versuchung verfallen wirst. Dann sagte der Mann: Welche Versuchung?